Moinsen! Weiter geht's da, wo wir aufgehört haben. Ja, auch kurz danach. Oh, das ist eine Kiste. Es könnte eine Falle sein. Hm, ist ja auch. Ja. 40 Schaden an jedes Digimon. Und dafür ein Toy Tank, das ist okay. Das ist ein Toy Tank. Ein Geschenk, genau. Warum ist das? Das ist für. Ist das ein gutes? C, das geht. Naja. Wie viele gibt's? A, B, C und D? E bis E. Dann ist es noch akzeptabel, trotzdem. Ganz schön viel Schaden für nix. Ja, aber das krieg ich. Nein, öffne die jetzt nicht. Oh, du's nicht. Doch, das krieg ich hin. Mein Gott, wir haben Angemon. Ach, Angemon, ich mein. Magnange. Ich wollte gerade sagen, Angemon haben wir auch, aber das kann nicht heilen. Ich glaube, ich gehe erstmal hinten an den Weg lang. Nein, geh da lang. Aber vielleicht ist da noch was. Oh, aber du wolltest das nicht so lang ziehen. Ja, Mama. Da wird schon nichts sein, aber übrigens eine hässliche Farbe. Ah, er hat Angst vor Geister. Aha. Ja, er hat eindeutig Angst vor Geister. Und er denkt, dass wir Geister. Ja, hab ich doch. Ja. Und er denkt, dass wir ein Geist sind, oder was? Ja, quasi halt. Er sagt halt, oh, ja, draußen ist ein Geist, da, ich hab Angst, ah. Dann sollte er zu seiner Mama gehen. Ja. Oh, ne, er hat zwei Ultra. Na, komm schon. Ich würde zuerst Tankmon angreifen, eigentlich, weil es ein Champion ist. Ich mache erstmal das. So stark. Wobei Digitarmon kann bestimmt wieder irgend sowas Hinterhältiges oder so. Hm. Sowas wie Lose. Boah, das Giftgrün, also nicht Giftgrün, aber kräftig grüne Beinchen. Ja, ich mache erst. Wobei Digitarmon, das kann sich ein bisschen ziehen vielleicht, oder? Ich sagte Tankmon. Na gut, dann machen wir jetzt Tankmon. Das ist ja das Champion, also wird es wahrscheinlich auch weniger haben. Und Wingblade. Hast du es mal mit dem Garudamon kombiniert? Nein. Mit was dann? Mit gar nichts. Das haben wir doch so bekommen. No, okay. Dann hat Kim es mit einem Garudamon kombiniert. Ich habe ein Déjà-vu. Wingblade! Das erinnert mich so an Digimon Rumble Arena 2, wenn man da Garudamon nimmt. Und das kannst du ja quasi fast. Und dann immer Wingblade, Wingblade, Wingblade! Irgendwann geht dir das ein bisschen auf den Keks. Der Baum brennt. Ja, das hat unser eigenes Vieh angegriffen. Tja, soll er doch. Ja, aber das stand doch gar nicht, dass es verwirrt ist, oder? Es hat uns angepupst. Oder was? Eine Frage. Was passiert eigentlich, wenn so ein Deramon wirklich mal Feuer? Oh. Ich meine. Was hat's getan? Es kann auch heilen. Scheiße, also doch Digitarmon treffen. Ja, besser ist es. Gut, das wusste ich aber nicht. Ich meine, wer rechnet damit, dass ein Digitarmon heilt, ne? Oder nicht? Ja. Blöder Stuhl. Hocker. Aber ich. Nee, ich geh doch erst nochmal auf Tankmon. Ja, aber Tankmon ist sonst. Dann ist er weg halt. Weil wenn du jetzt auf Digitarmon gehst, den du mit Sicherheit nicht in ein, zwei Runden platt machst, halt der bestimmt Tankmon. Und zur Not mache ich nämlich das wieder. Das ist auch nur, wenn ein Kontakt hat oder so? Nee, nee, kann ich einen Gegner unterbrechen. Also, was heißt unterbrechen, ja, dazwischen gehen? Ja, ja, tut er doch. Ja, vorhin hat das nicht. Ja, sonst wird er sofort stehen. Das ist nicht für sie? Noch nicht. Jetzt ist er tot. Und wir können immer noch. Da fällt mir mal gerade was ein. Ja, was denn? Tankmon konnte man eigentlich auch nicht auf den Digimon-Spielen spielen, oder? Nein, konnte man auch nicht. Also in World Cup sind wir als Gegner, da haben wir mal ganz komische Geräusche gemacht. Also vroom, vroom, oder sowas ähnliches. Hier kann man ihn haben. Wir haben ihn ja. Im Card Battle wahrscheinlich kann man ihn auch haben. Und das war's, glaube ich. Ich glaube nicht mal in Service kann man den haben, oder? Auch nicht in den DS-Spielen, oder? In den DS-Spielen doch. Und in den DS-Spielen kann man viel haben, aber ich glaube in Cybersuit nicht, ja? Das weiß ich gar nicht. Wieso halt das Vieh, was keinen Schaden hat? Ja, weil das Vieh dumm ist. Okay. Jetzt pupst sie da. Vielleicht sind es auch Eier, Alter. Das kackt uns an hier. Ich finde es scheiße, dass es Lösungsbein auseinander schon. Ja gut, aber das liegt daran, weil es gebraucht gekauft ja, ist. Ja, ich weiß leider. Kannst du nicht das machen, was auf alle geht? Das macht kaum Schaden. Ah, du greifst die Gitarre mal gerade. Ja, ja, natürlich. Um Gottes Willen, was denkst du?
Ach, ich Vollidiot, wenn ich mit Megadramons normale Attacke mache und der trifft, dann kann der Gegner sich doch nicht heilen. Oh, ich bin doof. Dann kann der Gegner sich nicht heilen? Ja. Dann kann er seine HP nicht regenerieren, steht dann da einmal. Wenn du die normale machst. Ja, und ja, und ich hab wieder dieses. Green Blade. Ja. Naja. Trotzdem. Damit er überhaupt was verliert. Ja, vielleicht zieht er ja auch genügend ab. Er hat zumindest aber, glaube ich, schon genug verloren, oder? Er heilt denn um die 150. 60. Wieso, was wäre gewesen, wenn er genug abzieht? Ja, er ist vielleicht tot. Okay, es ist alles okay gewesen. Es ist so ausgelegt, glaube ich, dass es das in der Mitte immer so heißt. Das ist ein bisschen dumm. Yeah. Warum auch immer, dass sie das mit Kacke kann. Das weiß ich auch nicht so genau. Gut, da darfst jetzt alle angreifen. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei Deramon, da konnte man, wollte man vielleicht ursprünglich das Ultra-Level von Palmon oder vielleicht auch von Miomon nehmen. Und wenn man sich nicht einig war, hat man einen Vogel mit einem Busch gemacht. Kann das sein? Ja. Ja. Eigentlich, ich mag den. Die Kameramon ist jetzt erstmal optisch, tot. Optisch, ja, ne? Aber es ist schon total unkreativ. Ich meine, es ist ein Vogel mit einem Busch als Arsch. Oder nicht? Ja. Aber es hat eine knuffige kleine Schleife. Und die Gitarre-Mann ist jetzt weg. Ist er doch so? Achso, ja. Ja, meine ich ja. Jetzt und da hast du gerade gelesen, can't recover HP. Voll. Aber wir können. Vor allem können wir alle heilen. Ja, das stimmt. Und das auch genauso viel. Haha. Jetzt verstehst du, warum ich unbedingt. Ja gut, aber der Kampf war sowieso leicht, weil die Gitarre-Mann eh immer nur Deramon geheilt hat. Also. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut, okay, es hätte jetzt natürlich auch passieren können, wenn man jetzt Deramon angegriffen hätte und man wäre jünger, dann hätte man das vielleicht jetzt noch 3-4 Runden geschnallt. Vielleicht, ne? Aber naja. Na, ich denke nicht, dass es jetzt schon weg ist. Ich mach lieber erstmal nochmal einen Garten. Meinst du? Ja, ich muss die MP irgendwie noch ein bisschen regenerieren, ohne sofort ein Item dafür zu nutzen. Weil der Kampf danach kann auch noch ein bisschen schwer werden, wenn die nicht genügend haben. Ja, ich weiß, aber hast nicht das zu meier. Es geht ja nur im Kampf. Nee, es geht auch außerhalb. Ja? Ja. Hast du da was? Ja. Gucken eigentlich, was die nächsten Gegner sind. Möchte ich das Lösungsbuch wieder öffnen? Tust du. Mach ich auch sofort, nachdem ich den Befehl gegeben habe. Schalt mal den Controller mit also den Konterpumpen. Theoretisch gesehen könnte man hier super eine Nudelsuppe nebenbei essen oder irgendwas. Oder eine Pizza oder so. Ich meine, so, dauert ja alles immer so lange. Das nächste ist ein Mamimon, Metall-Mamimon und ein Gardomon. Toll. Ja. Und Deramon ist besiegt. Und mir fällt gerade etwas auf, was bei dem Raidramon anders ist als bei dem im Anime. Hm? Oh, Megadramon braucht nicht mehr hören. Naja, das Horn ist da silberblau. Gut, dann hör nicht zu. Auch recht. Doch, doch, ich hab gehört. Wach auf, du Vollidiot. Leberkran, wach auf. Schon schön an der Bertra, ey. Ja, wurde halt durch komische Geräusche, bla. Nein, wir machen das. Ja, du aha! Hatte noch einen Schritt. Deswegen nimmt man ja auch die EP-Packs immer mit. Ja, er nun nicht. Er denkt, er braucht das nicht. Ja, voll Idiot. Hätte ja sein können. Nein, das muss immer hochgehen. Aber Moment. Ach ne, Raidramon hat ja ein Level up. Also ist ja wieder voll. Ach, sind die denn voll? Ja. Und da kommt jetzt. Ist es der? Blood Knight Officer. Ich dachte, es wäre der. Wer? Ist aber nicht. Ja, aber schon jetzt der, gegen den wir Kämpfe müssen. Es ist doch nicht der Generaltyp von denen. Nein. Meine ich doch.
Und er sagt eh wieder nichts Interessantes, oder? Nein, nur hat er sein Gerät dabei, bla bla bla. Und aber das interessiert uns ja nicht. Aber uns geht's gut. Und und mit dem werden wir halt nicht neutralisiert, also benebelt. Warum nicht? Ha. Weil das so ein Schutz ist. Das hat uns, glaube ich, der Typ gegeben, oder? Genau, so. Dieser Lucky Louis, keine Ahnung. Louis und Clark. Louis und wir sind Clark. Ey, wir sind super, guck, wir schaffen doch alles. Moment, einfach das Prinzip. Ich hätte kurz etwas nachgucken, also ich stehe ganz kurz auf und gehe kurz weiter weg. Nein! No. So, zuerst gehen wir auf Gardo, Mann, ne? Ich denke. Bye bye, Gardo. Und Wingblade. Oh, der PC dröhnt ein bisschen. Das ist nicht neu, das ist ja immer. Es ging heute den ganzen Tag aber ein bisschen über. Ja. Ich bin das gar nicht an das Gebot, dass das Ding. Hast du gerade? Nein, das ist der Hooker. Der Scheiße. Hier. Siehst du? Ich wollte schon sagen. Irgendwie geht mein Tablet nicht mehr an. Ha! Tot. Ja. Nee, es spinnt wieder irgendwie. Warum? Hör auf damit rumzuspielen mit deinem. Ich will, aber wenn ich, davon an, wenn ich ihn bewege, dann dröhnt er nicht mehr so. Dann mach ich mal den Ventilator her. Stille Kühlung. Ich glaube, der dröhnt einfach nur, weil er da drin steht, wenn du mich fragst. Wieso geht das nicht an? Dann nehme ich dein Handy. Mein Handy ist ja aus. Dann mach ich's an. Gib mir erzählen. Dann mach du an. Aber nee, das ist dann doof, weil es dann diese Nervgeräusche hat. Nein, mach das nicht immer. Doch. Nein, das macht es nur dann, wenn du eine Nachricht oder so kriegst. Ne, krieg ich ja auch dann durch Telegram und sowas. Dann geh ich weiter weg. Du wartest noch mit der Aufnahme, oder was willst du? Nein, gucken? Ich will das doch wegen Redram und Zorn nachgucken, kurz. Ich weiß gerade nicht, ob das überhaupt. Ich glaube, es war gelb, grau oder nur grau, aber es war nicht blau. Und da wollte ich auch gucken, welchen Medium es das so hatte. Mach das ja nicht gerade an. Weil da, siehst du, es ist blau. Es ist eindeutig nicht das Ohr. Wenn man das als Ohr bei ihm betiteln kann. Weißt du, was ich übrigens immer ein bisschen dämlich finde? Das habe ich auch in meiner Analyse zu Adventure 2 gesagt, aber... Redramon heißt ja, auch im Japanischen halt auf jeden Fall, Leitramon, also Rache. Aber es soll ein Tier-Digimon im Deutschen sein. Ja, es wirkt aber schon eher halt von der Form wie ein Drachen mit einer Rüstung. Nur keine halt Flügel. Nur Tierbeine auch, ne? Exendramon hat auch keine Flügel. Drachen müssen ja nicht über Flügel haben, ne? Meistens schon. Aber Redramon, ja, das ist ja eigentlich, weiß ich nicht, es ist halt ein Drache auf jeden Fall. Flügel. Vielleicht dachte RTL 2 einfach, dass das cooler ist, wenn man das als Tier-Digimon bezeichnet. Springen. Lachbombe halt. Und ich würde auch Wikimon nennen. Ja. Guck mal, vertraust du nicht mal dein Handy an? Aber gut, der Kampf ist ja so fordernd, du musst dich darauf konzentrieren. Ich wollte beinahe auf Redramon drücken und nicht auf Leitramon. Achso, ja. Für die, die es nicht wissen, in Digimon Universe Happily Monsters gibt es ein Digimon, das auch im Original tatsächlich Redramon heißt. Und auch ein Drachen ist, ja. Deswegen wird es bestimmt dann einen anderen Namen bekommen. Nehme ich mal an. Von hier schon mal. Ja, ich vertraue dir jetzt mein Handy an. Größer werden. Gut, extra verblindet. Wieder runter. Bandai Artwork. Ja, die neueren Artworks fehlen nicht. Aber bei den neueren, ja, ist es tatsächlich. Du kannst noch weiter reinzoomen, das weißt du. Hast du gehört? Achso, ja. Ja, bei meinem Tablet ist das anders. Also bei den Bandai Artworks und so, wobei das ist eigentlich gar nicht Bandai. Wieso geht denn da nicht drauf? Doch, ist er eigentlich. Okay. Ja, dann haben sie ja nichts anderes. Also beim Digimon Referenzbuch oder auch beim Toy Animation Book ist es tatsächlich so, dass das Horn grau-gelb ist. Und
sonst. Also wie es nur normale Klinge halt ist. Ah, die haben das gar nicht. Also Digital-Kart-Arena wird es auch gelb sein, ne? Okay. Irgendwie so? Ja, doch, ist gelb. Na, dann hat man es halt nur hier kurz, weil das noch das Beta-Design könnte man fast sagen. Ja, wahrscheinlich, ne? Naja, die ganzen Zeichen und so hat es aber schon. Also diese Bitzeichen da. Du weißt schon. Ja, ich weiß. Ich glaube, es hat hinten drauf noch nicht dieses Dreieck da. Oder ja, Rechteck ist es ja nicht, Dreieck. Quatsch. Ich muss es nochmal sehen, wenn es gleich angreift. Nee, es hat in der Mitte, auf de, also hier auf dem Kopf hat es nicht dieses Rechteck. Ja, hier, da hat es ein Rechteck. Ah ja, ich seh's. Also ja, ist dann natürlich wieder ein bisschen anders designt, weil, ja, quasi Beta-Design. Flame Drummer ist ja komischerweise, war glaube ich schon richtig. Kann ich aber nicht beurteilen. Hier bitte sehr, dein Handy. Danke fürs Nachgucken. Ich hoffe nur, weil ich jetzt meine E-Mails dann automatisch abrufe, dass halt keine Störgeräusche bei sind. Ich habe jetzt nichts gehört. Aber ich finde, sowas ist doch eigentlich auch mal ganz interessant, wenn man so ein älteres Digimon-Spiel spielt. Jetzt heutzutage ist das ja total uninteressant. Ich meine, gut, da hast du ab und an mal, dass Greymon irgendwie trotzdem vorne diese drei Kallen hat und dann immer hinten noch so eine extra Kalle, ja, weil das immer noch aus World und den anderen alten Spielen übernommen wurde. Obwohl es trotz Anime-Design ist, das ist sehr widersprüchlich. Aber sonst basieren die ja alle auf dem Anime. Da hast du jetzt nur ein paar Abweichungen. Aber hier zum Beispiel, wenn man sich da drumherum anguckt zum Beispiel, merkt man bei den alten Spielen halt noch, dass hier und da noch die Modelle noch ein bisschen anders waren, als man später gemacht hat. Und ja, ich finde das halt und eigentlich das, sowas ist auch immer was Nettes. Und ich würde mir auch eigentlich... Weil hier, guck mal, Mamimon ist ja eigentlich hier auch noch so ein bisschen eher mit dieses helle Metall, also als ob Spiegel. Stimmt. Und später ist es so, so matt halt, genau. Genau wie auch hier Metall-Mamimon. Genau, wobei ich sagen muss, bei Metall-Mamimon finde ich das dunklere wegen dem Rotmesser. Gebe ich zu, aber bei Mamimon finde ich es besser. Weil da ist es mir zu viel hell. Ja. Ich muss aber sagen, so mit diesem Blau bei Raydramon kann ich mich auch anfreunden, weil er ja. Quasi so, als ob er richtig da was hat, also was sein Körper ist. Ja, zum Beispiel. Und das dann aber nur geschliffen ist, quasi so. Es ist ja sein Horn, sein Körper. Naja, weil bei den anderen, wenn es gelb ist, das wirkt einfach wie ein Messer, was draufgeklebt ist. Ich finde eher, dass wenn es gelb ist, wirkt eher, als ob es mehr von der Rüstung kommt, weil er ja auch diese gelben Streifen und so. Wobei man auch sagen muss, das Armor Eye selbst hat ja auch so eine Klinge. Ja, die weiß ich jetzt aber die Farbe nicht, aber wahrscheinlich auch gelb. Ja, war gelb, richtig. Ja, aber Flame Drummer hat doch auch so eine Klinge. Das Armor des Mutes. Naja. Aber was ich sagen wollte war, ich finde, wenn es blau ist, sieht es wirklich eher so aus, als ob das von ihm kommt, weil er ja auch einen blauen Schweif hat und die blauen Ohren hat. Und bei gelb sieht er aus wie von der Rüstung, wegen den gelben Streifen, ja, auf das der Rüstung. Ja, haben wir auch halt, ne? Deswegen, ich finde das hier, ehrlich gesagt, sogar auch besser. Aber gewöhnungsbedürftig. Es sticht sehr rein, wenn man den ein bisschen einbaut. Irritierend, wenn man es wirklich damit vergleicht, aber sonst... Genauso wie vor kurzem in dem einen Part mit Garudamon. Es hat blau auf den Stirn, aber so knall, bam. Deswegen heißt der Part ja auch Garudamons blaue Feder. Ja, die Feder sticht. Und übrigens, auch noch, du hast mich an eine Sache mit Tankmon nicht dran erinnert. Ich habe trotzdem dran gedacht. Was? Die Episode so zu nennen. Achso, du hast dich gefragt. Tankmon die zweite. Du solltest mich dann direkt nach dem Part erinnern, dass ich das aufschreibe. Du hast gesagt, nein. Ich hätte gesagt, ich erinnere dich dran und du meintest, du schreibst es auf. So war das. Ja, aber hast du mich nicht dran erinnert. Ich esse jetzt diese Dinger hier, weil du die nicht magst. Ja, mach das. Und wenn die da rumliegen und sagen, iss mich, dann nehme ich mir auch zwei. Na, dafür gab morgen mir ganze. Nö, kommt drauf an, was es ist. Ja, kommt drauf an, was es ist. Ja, wir haben so einen Nimm-2-Adventskalender. Ja, weil ich keine Lust habe. Ich habe als Kind immer diese einfachen gekriegt mit der Schokolade. Fand ich zwar toll, besonders so, war okay, aber toll, dann auch wieder nichts gesagt. Man nimmt zwei, ist immer noch ein bisschen vitaminreich. Naja, es ist toll. Ich sag ja ein bisschen. Ja, natürlich. So ein Obstkalender hätte was, aber ich glaube, das Obst wird dann schlecht. Ja. Vor allem, weil die Kalender ja schon im Januar ausgestellt werden. Hä? Das war jetzt überdreht, weil damit will ich halt sagen, dass die Sachen ja, die Weihnachtssachen, immer viel früher reinkommen. Die waren ja jetzt schon Ende August drin. Yeah. Doch Ende August, Anfang September kommen sie inzwischen bei Ende uns. Ende September. Nein. Das war nicht August. Doch. Da betreibst du hier. Nein. Dann mach das nächste Mal Fotos und dann sehen wir's. Okay, gut. Ich will mich jetzt wegen so einer Belanglosigkeit nicht streiten. So. Nur wir gerade über Weihnachten gesprochen haben und einfach weil du da sowieso nichts zu tun hast. Die sollen ja jetzt
kommt jetzt natürlich nein, an. Nein, das Bier in Niedersachsen heißt es schon, soll nicht der Fall sein. Nicht der Fall? Nein, das hat zumindest deine Mutter gesagt. Jetzt sieht viel, wenn er dran ist. Ja, aber das ist die sich schon so entschieden. Gut, hat. Aber faktisch ist, die hatten ja trotzdem vor, ich weiß ja nicht, aus welchem Bundesland ihr kommt, wenn ihr zuguckt, hatten sie aber vor, dass jetzt zu Weihnachten, also Heiligabend, das ist ein Sonntag, dass die Geschäfte aufhaben sollten. Ein verkaufsoffener Sonntag halt. Klar, und trotz alledem, ob es bei euch der Fall ist oder nicht, ihr könnt ja einfach mal sagen, was sagt ihr dazu? Ich sage, wenn das jetzt jemand ist, okay, er redet jetzt erstmal, also halte ich kurz die Klappe. Ist ja nicht so, dass das Sprachausgabe ist. Trotzdem. Das kann irritieren. Er bedankt sich halt nur. Gut, okay, super. Ja, geh wieder spielen. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich glaube, du kannst laufen. Ja, ja. Kann ich dafür müssen. Also, ich würde sagen, wenn es jemand ist, der gerne da arbeiten möchte und mehr Geld kriegt, okay, aber gerade so Familien und so sollten dann, ob mit oder ohne Kinder, also das finde ich irgendwie schon scheiße. So sage ich das. Du hast dieselbe Meinung, also musst du nicht sagen. Stimmt's? Ja. Gut, er sagt wieder gar nichts, unser Captain. Du sagst einfach nur, hast du toll gemacht. Ja, wir müssen noch Ben Oldman finden. Wieder? Ja. Entschuldigung. Das war, glaube ich, laut. Wir müssen jetzt Joy Joy suchen. Wir sind danach erst bei Mission 9. Von wie vielen? Als du vorhin kurz durchgeblättert hast, um nach hinten zu kommen, stand da Mission 20 auf jeden Fall. Oh Gott! Ich sag ja, in etwa die Hälfte. Dann muss sie doch hier sein. Also ich kann schon mal sagen, diesen Ben Oldman mag ich nicht. Das Digimon, was er im Team hat. Ja, wir müssen dann einmal als Test wahrscheinlich gegen ihn kämpfen. Was hat er denn für ein Digimon im Team? Gib mir einen Tipp, ohne den Namen zu sagen. Der Tipp war zu auffällig. Ja. Guck mal, Mr. Vollidiot, denn ich weiß, wie viele Schritte er hat und Mrs., ich bin ein bisschen gestört. Übrigens sehen die Flecken an seinem Turban oder Tuch ein bisschen aus wie Blut. Und er tut natürlich so, als ob er mit aus eigener Kraft hätte zurückgekommen können, alles bla. Ja, konnte er auch, weil er noch einen Schritt hatte. Dann geht das automatisch. Ja, aber ich meine auch, weil er ja benebelt war. Naja. Ist halt so ein kleiner Angeber. Ah ja, stimmt, sie wusste ja wohl, Ben Oldman ist. Hieß es ja, und deswegen sollten wir ja auch mit ihr Kontakt haben. Ja, okay, gut. Und? Er lebt da ganz alleine und gibt uns jetzt die Daten, wo er lebt. Und wir können ihn jetzt besuchen. Yay! Also gehen wir im nächsten Part zu dem alten Sack. Mit blauen Haaren. Wir haben den doch schon mal gesehen, oder? Nein. Oder fiel nur der Name schon mal? Der Name fiel. Das ist sowieso für ein Name. Ben Oldman. Also, einfallsloser geht's nicht mehr. Ja. So richtige amerikanisierte Namen. Wir nehmen jetzt noch den Einkauf und alles mit. Ja, dann kauf aber auch mal mehr gegen diese Stromfallen. Ja, die will ich ja suchen, wo ich mir das kaufen kann. Also, ich will jetzt erstmal meinen Eindruck ein bisschen zu dem Spiel sagen. Wir haben jetzt 8 Missionen schon hinter uns. Wir haben ziemlich lange schon gespielt. Ja, so stundentechnisch auf jeden Fall. Ist viel Training. Also erstmal die Grafik tut total nichts zur Sache, weil man sieht nichts, was interessant ist. Das einzige Interessante sind ein bisschen, wenn man ein paar Digimon sieht. Das sieht für damalige Verhältnisse ganz okay aus. Wobei, wie gesagt, so bei Greymon oder so sieht man immer in der Mitte, dass da irgendwie so ein Schlitz ist, so wie bei so einer Actionfigur. Du weißt, was ich meine, ne? Also sieht ein bisschen billig aus. Aber diese Menschen da, ich meine, du läufst nicht mal besonders schnell, obwohl du da lang rennst. Und man sieht ja nichts. Du siehst ja nichts Storymäßiges an irgendeiner kleinen Frequenz oder so, was da passiert. Stimmt's? Mhm. Ja, was willst du sagen? Ich muss kurz was machen. Eigentlich haben wir, glaube ich, ein falsches drin. Nicht Digimon Item. Was haben wir drin? Server. Was? Ich muss nämlich kurz nochmal zum Digibeetle hin. Okay. Soll ich weiterreden oder? Ja, kannst du. Zu dem Sound kann ich jetzt gerade absolut nichts sagen. Wir haben ihn aus, aber er ist auch nicht toll. Das ist halt das Typische. Er war halt okay. Also ihn jetzt als scheiße zu bezeichnen, würde ich nicht sagen. Aber
wenn man dann doch ein bisschen länger trainiert, dann ist es so ein Sound, genau, der ein bisschen nervt, weil es ist nicht sehr abwechslungsreich, ne? Es ist immer dasselbe. Hier zum Beispiel ist das total langweilig und draußen geht's, aber... Guck mal, sieht das übrigens nicht total vollgeklatscht aus. Ja, aber das ist ja unrelevant. Upgraden können wir auch nichts mehr, weil ja, ich habe ja dieses teure gekauft und auch schon hochgepusht. Was kann man noch zum Spiel sagen? Ja, es ist eine große Digimon-Auswahl, das ist sehr schön, aber... Die erstmal zu bekommen, das Leveln, das dauert, das ist ätzend, das ist langweilig. Ich meine, Leveln ist irgendwo immer langweilig, aber es gibt halt dieses Leveln, wo ich nach einer halben Stunde Erfolg habe und wo ich nach 3 Stunden immer noch keinen Erfolg habe. Ich weiß nicht, wie lange hast du ungefähr trainiert, um Raidraumon jetzt zu kriegen? Aber der war ja schon trainiert. Na hier, wir können keine Wave Missiles kaufen. Und das sind welche? Die für diese Elektrozäune. Ja, toll. Also gibt es die nur in einer eventuellen Kiste, die eventuell auf der Falle oder eventuell scheiße ist. Eventuell auch noch in diesem einen Gebiet. Wollen wir das kurz noch überprüfen? Damit welchen Gebiet meinst du? Ja, da wo Kim ist. Ja, dann guck mal da. Gut, machen wir das. Ja, und was soll ich sonst noch sagen? Ich kann noch sonst zu dieser grandiosen Story sagen. Die ist voll langweilig. Also ich weiß vor allen Dingen, ich frage mal jetzt klipp, ich frag jetzt mal klipp und klar. Welche Story? Ja, deswegen sagte ich ja, die ist ja voll der Hammer. Es ist quasi, wir sind da in einer Welt, arbeiten, aber es ist noch... Also wir sind in der Digi-Welt, das ist ja richtig. Und ja, diese Blood Knights tauchen bisher auf, okay. Aber kann man das wirklich als Story betiteln schon? Ich meine, ich finde es nett, dass da noch andere Charaktere sind und die auch ein bisschen reden, ne? Hat man ja jetzt in World nicht gehabt halt, aber ein bisschen Digimon halt, ein bisschen die Digimon und so, ne? Aber so wirklich viel ist da nicht. Also bin ja mal gespannt. Ich habe schon das Gefühl, das Ende läuft daraus hinaus. Darauf hinaus. Ja. Kann man da was kaufen? Ja, ne? Ja. Ja. Also ich habe das Gefühl, das Ende läuft darauf hinaus, dass dann einfach der Böse besiegt ist und dann ist der Abspann und dann steht da Ende. Wollen wir es wetten? Na. Ich wette es. Und wir sind noch weit entfernt. Ja, wie viel Part ist das? Das weiß ich gar nicht. Wir hatten den Drillarm haben wir selbst drin, glaube ich, gerade reingepackt, ne? Weiß ich nicht. Ich habe geredet über das tolle Spiel. Muss ich gerade überprüfen, wenn er mal das Menü öffnet. Ja, ja, und dann diese Befehle, das dauert auch immer so lange. Besonders die Kämpfe. Ja, Drillarm haben wir drin. Ja, wir möchten jetzt Armor kaufen. Hier müssten wir jetzt nämlich Wave Missile 1. Okay. Das reicht aber zumindest für diese gelben Elektro-Dinger. Ja, und die stehen ja oft oben. Kauf ich mal ein paar von. Na, no, passt 10. Gut. Und da wir jetzt doch noch genügend Geld haben. Ja, muss halt sein. Das ist auch gar nicht wegen dir, es ist eher, weil es immer so lange dauert, bis er da langläuft. Bis er das betätigt. Das hier. Und dann irgendwann holen wir uns das hier. Mach mal deine Füße da weg. Ich muss auch noch meine Füße wegmachen. Sag mal lieb zu mir hier. Gut. Ja, ja, damit haben wir jetzt eigentlich. Dann gehe ich jetzt nämlich nochmal zurück, verbessere unser Digi-Beetle. Und im nächsten Part. Jo. Geht's dann weiter? Ja, dann gehen wir zu dem alten Knacker. Wir sehen es dann am besten vor dem alten Knacker oder wo steht der? Das weiß ich nicht, wir nehmen einfach alles mit in dem Gebiet, weil es ist ein neues Gebiet. Ach so, ist es in dem Gebiet selbst. Ja. Achso, ich dachte, er steht jetzt hier irgendwo in der Einrichtung rum. So. Gehe ich hier nochmal raus. Dann gucken wir uns nochmal an, wie das Gebiet heißt. DVD-Domain. Steht was da. Für ein Name? Yep. Und zwar. Der Witz ist, da dass ganz das Lösungsbuch da so arschig okay, nee, kurz ist. Nein, nee, gar nicht. Aber wir müssen trotzdem hier hin. Aha, warum? Das weißt du nicht. Naja, aber trotzdem müssen wir hier hin und dann... Geh dahin, wo du wolltest. Du wolltest den Beetle doch. Na, das mache ich dann jetzt gleich aufs Genick. Ich habe ja Sachen ja, schon gekauft. Ja, aber du sollst nur schon mal hingehen. Und ich wollte nur sagen, das Lösungsbuch ist ziemlich dünn, aber das Spiel ist arschenklang ja gezogen. Und wir ziehen den Part auch. Ja. Genauso. Also... Nein. Bye, bye. Bye, bye.